Der Stand ist voller alter, ausgeschlachteter Maschinenteile. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder ein bisschen weiter. Der Händler verkauft Obst. Ich beschließe vielleicht später etwas zu kaufen. Gibt's hier noch irgendwo was? Oder ach da. Ah, wir können dahin, aber erstmal sind wir ja noch nicht hier fertig. Zwei Wege. Ich würde erstmal dahin gehen und danach da rein ins Dunkle etwas. Was ist denn das? In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Hallo, wie heißen Sie, Sir? Hallo, hallo, Sie kaufen Kebab? Ganz gut. Warum haben alle Personen in diesem Spiel so einen Psychoblick drauf? Wer guckt denn so? Ich meine, okay, es gibt Leute, die haben so einen Blick, dafür können sie nichts. Und hey, man kann ja nicht mit denen reden. Aber solche Psycho-Augen? Ernsthaft? Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Hm, jam, ganz gut. Okay. Was halten Sie davon? Sie kaufen Kebab? Kam zu der... Sie kaufen Kebab? Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen Kebab? Na, am? Kannst du auch was anderes sagen? Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen Kebab? Na, am? Alter, der Typ regt mich auf. Sagt Ihnen das etwas? Nein, nein, Sie kaufen Kebab. Nein, tu ich nicht. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen Kebab? Na, am? Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Hm, jam, ganz gut. Sagt Ihnen das etwas? Nein, nein, Sie kaufen Kebab. Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Hm, jam, ganz gut. Sie kaufen Kebab. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Richtung. Wir haben genug Kebab gekauft. Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen, ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Na gut, dann gehen wir hier rein. Oh, oh. Der sieht doch schon verdächtig aus, der Gute. Muruba! Hallo, Sir! Okay, man kann hier mit den Leuten nicht vernünftig reden. Sie wiederholen sich und sehen psychomäßig aus. Oh Mann, der sieht auch nicht besser aus. Sagt Ihnen das hier etwas? Ja, ja, das bin ich, ja, ja. Sagt Ihnen das hier etwas? Ja, ja, das bin ich, ja, ja. Was halten Sie davon? Hallo, Sir, schöner Teppich. Ja, schöner Teppich, ja, ja. Sagt Ihnen das hier etwas? Ja, ja, Teppich, ja, ja. Nee, nee, kein Teppich. Was halten Sie davon? Hallo, Sir, schöner Teppich. Sind die... Es hört sich jetzt hart an, aber sind die Leute hier sprachgestört? Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Ah, geben mir, Alamut. Ja, und was bekomme ich dafür? Hä? Viele erlauchte Grüße, mein glücklichster aller möglichen Freunde. Hä? Kennen wir uns, Mister? Nein, nein. Und aber mal sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer. Jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt.
ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke. Wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Das ist ja merkwürdig, dass diese Schachtel hierher geführt hat. Das muss doch ein Teil von den Templern sein, oder? Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen sorry, aber er nix sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nix Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen. Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Kumpelchen oder Kruppelchen? Der Arme, wenn er gewinnt. Naja, ich verstehe eh nichts mehr. Ich bin irgendwie... Da bin ich wieder, Ultar. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. So, dann wollen wir mal mit ihm quatschen. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als... 5. Wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig? Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann ich schätze Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Ist ja nicht viel. Oh Mann. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lachen. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfen komisch, sie sollten ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Oh Mann. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Was, der kann noch was anderes sagen? Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Tja. So, jetzt kommen wir zum kniffligsten Thema hier. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Ach, schade. Was halten Sie von diesem Gips? Nicht viel da. Nicht genug zu machen, geschmackvolle Gartenzwerg zum Beispiel. Nicht mal ein ganz kleiner Gartenzwerg? Ultar denken, nein. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen, wie Mr. Z. Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner.
Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Okay, dann wissen wir, was wir als nächstes zu tun haben. Aber ich gehe noch alles hier durch und danach klicke ich da oben drauf. Was bedeutet Ihnen dieser schminkeverschmierte Lappen? Nichts. Warum? Was bedeutet Ihnen schminkeverschmierte Lappen? So einiges. Schütteln Sie meine Hand, Ulta. Haha, mich erinnern an Lustiges, wo passieren ist Monat her. Vielleicht 6. Mann, kommen zu Ultar, sagen, schütteln Sie meine Hand, Ultar. Aber Mann, haben elektrisches Bassding in Hand. Haha. Wir lachen, wie krank. Haha. Danach, ich brechen sein Arme. Links, rechts. Ich glaube, den großen Syrer mit Elektroschocks zu ärgern, wäre keine gute Idee. Irgendwie wird er mir jetzt langsam sympathisch. Das hier ist ein Hebel, mit dem man Kanaldeckel anheben kann. Manche Touristen haben kranke Gepäck dabei, Mister. Kann sein. Das ist keine gute Idee. Stimmt auch wieder. Schauen Sie sich das hier mal an. Ultar denken nein. Okay. Was halten Sie von diesem Ball? Sein höchst hervorragend. Und so rund. Warte mal, können wir noch hier irgendwo was anderes? Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Wir können noch dahin und da. Wir gucken. Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr nicht mehr das Verlangen gehabt zu spucken. Wir gucken uns noch ein bisschen hier um. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Na gut. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Guck mal, wie er sich freut. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Ja, na klar. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head. 50 Yankee-Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. Oh, unglückseliger Amerikaner. Okay, also wir brauchen... Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Dann brauchen wir Geld. Und wie wir daran kommen, werden wir dann im nächsten Part uns überlegen. Vielleicht können wir ja irgendwas verscherbeln. Vielleicht kann ich den Ball verkaufen an dem Stand. Wer weiß, wer weiß. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Baphomets Fluch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.